So, guten Abend und herzlich willkommen hier im Studio und zu Hause. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Linda und heute gibt es eine Yin-Yoga-Stunde für unsere Schultern. Ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich dachte, gerade so in der kalten Herbst- und Winterzeit ziehen wir die Schultern immer zu den Ohren, verspannen uns in diesem Bereich, aber auch die ein oder anderen Themen haben wir vielleicht auf den Schultern liegen, die wir so mit uns rumtragen, vielleicht ganz akut, vielleicht ein bisschen weniger akut. Und wir wollen heute sowohl die körperlichen als auch emotionalen Verspannungen mal ein wenig lockern und lösen. Und dazu beginnen wir heute in der Rückenlage. Schnappt euch euer Kissen, sodass ihr euch entweder direkt mit dem Steißbein oder ein paar Zentimeter weiter davon entfernt. Wirbel für Wirbel auf eurem Kissen zu Hause, vielleicht auf eurer Decke ablegen könnt. Für eure Beine könnt ihr euch aussuchen, ob ihr sie vielleicht aufgestellt lasst und die Knie zusammenkippt. Ob ihr vielleicht die Füße zusammenbringt und die Knie nach außen fallen lasst in einen Schmetterling. Oder ob ihr die Beine gar ausgestreckt lassen wollt. Schau mal, was sich für dich heute gut und richtig anfühlt. Dann komm jetzt mal hier ganz entspannt auf deiner Matte an. Komm an im Hier und Jetzt. Nimm noch einmal alles im Außen wahr. Geräusche, die du wahrnehmen kannst. Vielleicht Sensationen auf deiner Haut. Und dann ganz langsam bringe deinen Fokus in dein Innenleben. Spür nach, wie du hier auf deiner Matte liegst. Nimm dich als Ganzes wahr, so als würdest du wie ein Vogel von oben auf dich herabschauen. Und dann beginne ganz langsam, angefangen bei den Füßen, einmal durch deinen Körper zu gleiten. Nimm auf dem Weg bis zu deiner Kopfkrone alles wahr, was du wahrnehmen kannst. Ohne es zu bewerten oder zu verurteilen. Einfach mal diesen Ist-Zustand beobachten. Wenn du bei deinen Schultern angekommen bist, nimm dir vielleicht einen extra Moment Zeit, um mal hier genau reinzuhorchen. Wie geht's dir heute? Bist du heute überhaupt verspannt oder bist du ganz geschmeidig? Wenn du durch bist mit deinem kleinen Bodyscan, dann bring deinen Fokus auf deinen Atem und beobachte einfach mal, wohin er gerade fließt. Landet er vielleicht in deinem Brustkorb oder ganz tief unten in deinem Bauch?
in den nächsten ungefähr noch 70 Minuten, die ganz dir alleine gehören, kannst du deinen Fokus immer wieder auf deinen Atem zurückbringen, wenn du mit deinen Gedanken abschweifst, wenn du aus deiner Präsenz wackelst. Und wenn dein Atem noch nicht in deinem Bauchraum angekommen ist, dann führe ihn langsam dorthin. Wenn du magst, nimm auch deine Hände mit auf deinen Bauchraum, um nachzuspüren, wie sich der Bauch wie ein Ballon in Richtung Himmel bewegt und ausatmend wieder ganz flach wird. Wenn dir danach ist, öffne auch gerne den Mund zum Ausatmen, um die ersten Anspannungen hier ziehen zu lassen. Nimm dir hier noch ein paar letzte ganz tiefe Atemzüge in deinem eigenen Tempo. Und ganz langsam, wenn du deine Füße nicht aufgestellt hast, dann stelle sie nun wieder auf. Hilf dir vielleicht mit deinen Händen nach, falls die Oberschenkelinnenseiten etwas doll spannen. Und wenn du soweit bist, dann dreh dich mit geschlossenen Augen auf eine Seite, um dein Hilfsmittel zu entfernen. Und nimm dir noch einen entspannten Moment hier in der Rückenlage. Nimm wahr, wie lang du jetzt geworden bist. Und stell noch einmal deine Füße auf. Roll dich auf deine Lieblingsseite. Und komm mit geschlossenen Augen in eine sitzende Position deiner Wahl. Atme ein, nimm die Hände über die Seite mit zum Himmel. Und ausatmen vor unser Herz. Wir bereiten uns vor für ein gemeinsames Om, indem wir erst einmal einatmen. Und aus durch den Mund. Nochmal tief ein für oben. Namaste, schön, dass ihr alle da seid. Nimm deine Hände auf deine Knie, atme ein, zieh deine Schultern zu den Ohren. Das ist etwas, was wir im Yoga eigentlich gar nicht so gerne wollen. Und ausatmen, lasse alles fallen. Nochmal ein, die Schultern zu den Ohren. Und aus, lasse fallen. Ein letztes Mal so. Dein rechtes Bein, streck es diagonal vor dir aus und schnapp dir ein Hilfsmittel. Das kann dein Bolster sein, das kann ein Klotz sein oder vielleicht ein Buch, je nachdem, was du gerade griffbereit hast.
Genau, dann linker Fuß ist an der rechten Oberschenkelinnenseite. Genau. Wir machen unseren Rücken noch einmal ganz lang. Wir drehen uns zu unserem linken Knie, nehmen die Hände über die Seite mit zum Himmel. Atmen aus, bringen unseren rechten Unterarm auf unser Hilfsmittel und lassen den linken Arm ganz sanft in Richtung rechten Fuß fallen. Er muss nicht dort ankommen, er wird vielleicht auch heute nicht dort ankommen. Das ist gar nicht unser Ziel. Wenn du sehr flexibel bist, kannst du vielleicht auch deinen Unterarm mit auf die Innenseite des rechten Unterschenkels bringen. Wo auch immer du gerade bist, stelle sicher, dass deine linke Schulter nicht vor dein Gesicht fällt, sondern zieh sie nochmal so mit nach hinten und dich dann ganz sanft nach vorne wieder zu fallen lassen. Genau. Wir wollen ja auch gar nicht schauen, was unsere Nachbarin oder dein Nachbar so macht. Bleib ganz bei dir. Und genieße diese tiefe Dehnung in deiner linken Flanke. Falls dir dein Arm irgendwann viel zu schwer werden sollte, kannst du ihn auch vorsichtig mit der rechten Hand unterstützen. Finde eine Position, die für dich heute gut und richtig ist. Der Kopf darf schwer hängen. Und vielleicht merkst du, wie du mit jedem Ausatmen nach und nach ein Zentimeter, ein Millimeter tiefer in diese Entspannung sinkst. Wenn du eine Frage hast, dann gib mir ein Zeichen. Nimm dir hier noch drei tiefe, letzte genüssliche Atemzüge. Und ganz langsam lass dich von der linken Hand wieder hoch in den Sitz ziehen, wie eine Marionette, genau. Nimm dir hier einen Moment zum Nachspüren und geh deinen Impulsen nach. Vielleicht möchtest du kurz beide Beine aufstellen. Vielleicht möchtest du genauso sitzen bleiben. Und dann wechseln wir langsam die Seiten. Wir strecken das linke Bein diagonal von uns weg. Der rechte Fuß darf auf die Oberschenkelinnenseite. Und wir wechseln die Seite unseres Hilfsmittels. Wir atmen ein, wir machen es noch einmal ganz lang, drehen den Oberkörper leicht nach rechts, atmen ein, nimm die Hände in die Seite mit zum Himmel
Und ausatmen, der linke Arm darf auf das Hilfsmittel sinken, der rechte Arm geht diagonal über uns. Wenn du eine Unterstützung brauchst, nimm dir auch gerne dein Bolster mit auf. Dein Oberschenkel, ich sehe gerade, das ist eine Option hier im Raum. Und schau immer mal wieder, dass deine rechte Schulter nicht vor dein Gesicht fließt, sondern nimm sie ein kleines bisschen mit nach hinten, um deinen Arm über dein Ohr zu halten. Wir öffnen hier die komplette Seite, angefangen am Becken, bis über die Schultern, eventuell sogar bis in deine Finger. Dann nimm dir auch hier noch ein paar letzte tiefe Atemzüge für dich. In dieser etwas aktiveren Yin-Position. Und wenn du soweit bist, dann hast dich wieder geführt von deiner rechten Hand ganz langsam und achtsam zurück. In den Sitz bringen. Nimm dir einen Moment zum Nachspüren. Geh ruhig deinen Impulsen nach. Was verlangt dein Körper? Was brauchst du gerade? Vielleicht möchtest du auch deine Schultern einmal kreisen. Genau. Komm langsam zum Stillstand. Und wir treffen uns einmal im Vierfüßlerstand. Vierfüßlerstand bedeutet, wir haben unsere Hände direkt unter den Schultern und unsere Knie direkt unter dem Hüftgelenk. Wenn du weißt, dass du empfindliche Knie hast, leg dir vielleicht noch eine Decke unter deine Knie, damit du die nächsten Minuten auch ganz sorgsam verbringen kannst. Wir müssen einatmen, nehmen unseren rechten Arm und führen ihn mit zum Himmel. Und ausatmen, wir fädeln ihn unter unserer linken Schulter und unserem linken Arm hindurch. Soweit wir können, soweit wir heute mögen, legen ihn ab. Wir legen auch unsere rechte Schläfe ab. Deine linke Hand darf entweder ein paar Zentimeter vor deinem Gesicht Platz nehmen. Oder du möchtest sie vielleicht mit über deinen Kopf nehmen und deinen linken Arm einmal komplett ausstrecken. Probier gerne mal mehrere Varianten aus, um die richtige für dich heute zu finden. Und nimm tendenziell deine linke Hüfte ein kleines bisschen wieder mit nach hinten. Die rutscht manchmal gerne nach vorne. Genau. Und wenn wir Verspannungen in den Schultern wahrnehmen, dann können wir uns auch mal fragen, was sitzt da eigentlich?
Wer oder was sitzt eigentlich auf meinen Schultern, in meinem Nacken? Manchmal ist es eine Verantwortung vielleicht, auf der Arbeit vielleicht, in der Familie oder im Freundeskreis. Denn manchmal muten wir uns selber viel zu viel zu und tragen die Last der anderen mit auf unseren Schultern. Ich lade dich heute dazu ein, diese Last, falls du eine heute mitgebracht hast, auf deiner Matte zu lassen, hier im Raum zu lassen oder zu Hause auf deiner Matte. Nimm dir noch ein paar tiefe letzte Atemzüge hier. Und falls deine Hand über deinem Kopf gestreckt ist, bring sie langsam wieder vor dein Gesicht. Und einatmen, fühle dich wieder hoch in den Vierfüßlerstand. Lass dir auch gerne deine Augen geschlossen, um ganz bei dir zu bleiben. Atme ein, wir kippen unser Becken einmal ein, kommen in das gefühlte Hohlkreuz in den Kuhrücken. Und ausatmend in den Katzenbuckel, das heißt, wir kippen das Becken in die andere Richtung und ziehen unseren oberen Rücken in Richtung Himmel. Einatmen, wir kommen in den neutralen Vierfüßlerstand. Und mit deinem nächsten Einatmen nehmen wir die linke Hand mit zum Himmel. Und ausatmen, wir strecken sie unter unserem rechten Arm hindurch, soweit wir können, soweit wir mögen. Und auch hier schau mal, ob deine rechte Hand vor deinem Gesicht, ein paar Zentimeter vor deinem Gesicht oder über deinen Kopf gestreckt sein darf. Probier gerne beides aus. Manchmal fühlt sich auf der einen Seite auch etwas anderes besser an. Nimm dir noch ein paar tiefe letzte Atemzüge hier für dich. Du
ganz langsam für deine rechte Hand, für dein Gesicht, falls sie nicht schon dort angekommen ist. Und einatmen, fädel dich wieder hoch in deinen Vierfüßlerstand. Lass die Augen gerne geschlossen. Und bring dein Gesäß nach hinten auf deine Fersen. Öffne deine Knie mattenbreit oder vielleicht etwas weiter, vielleicht etwas weniger weit. Deine Hände dürfen so weit nach vorne wandern, wie sie gerade können und möchten. Und nimm deine Schultern tendenziell wieder ein bisschen zurück ins Gelenk. Dann wandern wir ganz langsam mit beiden Händen rüber, über die linke Mattenkante. Bis du einen Punkt erreichst, wo du denkst, oh ja, da ist heute gut. Deine Stirn darf sich auf der Matte, vielleicht auf einer Decke oder einem anderen Hilfsmittel ablegen. Mach hier nochmal wahr, wie sich deine rechte Schulter hier öffnen möchte. Und wenn du merkst, die Intensität lässt etwas nach, kannst du schauen, ob du weiter rüberrutschen magst, ob du die rechte Hand vielleicht auf die linke legen möchtest. Und wenn das heute alles zu intensiv ist, dann nimm dir auch gerne dein Hilfsmittel zwischen deine Beine, unter deinen Bauch. Manchmal sind es auch so ganz kleine Momente, so ganz kleine Dinge, die auch Verspannungen bei uns auslösen. Vielleicht fehlen manchmal einfach die Ruhephasen. Und dann neigen wir dazu, zu verharren und in einer Position zu verspannen. Deshalb freue dich, dass du heute da bist, dass du heute Zeit für dich genommen hast, dass du dir die Entspannung und die Ruhe jetzt schenkst. Kontrolliere auch immer mal wieder, ob du irgendetwas festhältst, was du eigentlich loslassen könntest. Manchmal ist es das Gesicht, das wir irgendwie verziehen. Vielleicht ziehen wir die Augenbrauen zusammen. Manchmal ist es auch der Unterkiefer, der ganz fest am Oberkiefer festklebt. Obwohl er dort gerade gar keine Aufgabe hat. Manchmal sind es auch die Füße oder die Finger. Im Yin-Yoga darfst du alles loslassen, was du für das Halten der Position gerade nicht benötigst. Du kannst natürlich die Position auch nicht nur intensiver machen. Du kannst sie auch jederzeit einen Schritt zurückfahren. Im Yin-Yoga oder generell im Yoga gehört deine Praxis ganz, ganz dir alleine. Jede Person ist individuell und hat unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche körperliche und emotionale Ausrichtungen.
dass wir alles so anpassen können, dass wir uns gerade wohlfühlen. Dass wir für uns ganz persönlich das Beste herausholen oder auch mal nicht. Es darf auch mal ein Schritt zurück sein. Nimm dir hier noch 2, 3 tiefe letzte Atemzüge. Jetzt gerne alles durch deinen geöffneten Mund heraus. Vielleicht möchtest du seufzen. Und wenn du soweit bist, dann wander zurück in die Mitte, sodass beide Arme parallel zueinander sind. Und spüre für einen Moment nach. Was fühlt sich rechts anders an als links? Vielleicht kribbelt es, vielleicht spürst du, wie das Blut jetzt wieder in die andere Richtung fließt oder andere Bereiche erreicht. Wenn dir danach ist, deine Beine einmal auszustrecken, komm gerne für einen Moment in die Bauchlage oder in eine andere Position. Vielleicht ins Sitzen. Gib dem nach, was gerade ganz natürlich, ganz organisch kommt. Wenn du soweit bist, komm noch einmal zurück über die Knie in den Vierfüßlerstand zurück. In die Variante dieser Kindspose. Schau, ob deine Knie etwas weiter geöffnet oder weiter zusammenbleiben wollen. Vielleicht möchtest du jetzt genau das andere machen wie eben. Und dann wandern wir langsam mit den beiden Händen rüber über die rechte Mattenkante. Schau, wie weit du gehen magst. Im Yin-Yoga wollen wir nicht komplett an und über die Grenzen gehen, sondern wir wollen immer noch in einem Rahmen bleiben, der uns vielleicht etwas mental herausfordert, aber der uns nicht anstrengt und überanstrengt. Und wenn du magst, lege auch hier deine linke Hand auf die rechte. Oder wenn du merkst, das ist zu viel, komm gerne ein paar Zentimeter zurück. Ganz häufig sind die linke und die rechte Seite auch ganz unterschiedlich. Das kann grundsätzlich so sein, das kann tagesformabhängig sein. Und schicke hier deinen Atem mal ganz tief in die linke Schulter, in die linke Flanke. Beobachte, wie sich mit jedem Einatmen vielleicht auch deine linke Schulter hebt und mit jedem Ausatmen wieder etwas senkt. Thank you.
mit dem nächsten einatmen. Krabbel langsam wieder zurück in die Mitte deiner Matte. Streck dich noch einmal mit beiden Händen lang. Zieh die Schultern aber leicht zurück ins Gelenk, sodass sie nicht zu den Ohren wandern. Und wenn du soweit bist, komm noch einmal mit geschlossenen Augen hoch in den Vierfüßlerstand. Wir wandern mit den Händen etwas weiter nach vorne, schauen aber, dass unser Becken über unseren Knien bleibt. Wir legen die rechte Hand um ungefähr einen 45-Grad-Winkel vor uns ab. Genau. Zeig das mal für zu Hause von der anderen Seite. Genau. Ganz langsam. Schau mal, ob du vielleicht noch ein Bolster unter deinen Bauch oder deine Brust legen magst. Lass dich hier sinken in die Matte, vielleicht in dein Hilfsmittel. Der linke Arm ist wieder ausgestreckt oder spiel mal mit dem Raum zwischen deiner Matte und deinem linken Unterarm. Beobachte mal, was sich verändert, wenn du hier die Position veränderst. Die linke Schulter darf zum Boden sinken, sie darf schweben. Beobachte auch hier, wie sich vielleicht links von rechts gerade unterscheidet. Welche Sensationen du in deiner linken und welche in deiner rechten Schulter wahrnehmen kannst. Und hier auch noch drei tiefe letzte Atemzüge. Und wenn du soweit bist, lass dich ganz genüsslich dein Gesäß wieder auf deine Füße sinken. Nimm vielleicht deine Arme beide mit nach hinten, die Handflächen zur Decke gezeigt. Vielleicht möchtest du dich aber auch auf den Bauch ablegen oder in einer anderen Position nachspüren.
dem nächsten Einatmen komm ganz langsam und genüsslich wieder hoch in den Vierfüßlerstand. Wenn du magst, lass deine Augen gern geschlossen, um ganz bei dir zu bleiben. Wir wandern mit den Händen nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Die Hüfte bleibt über den Knien ausgerichtet. Wir legen unsere linke Hand ungefähr in einem 45-Grad-Winkel vor uns ab. Und wandern mit der rechten Hand so weit nach vorne, wie wir es gerade als gut wahrnehmen. Deine Stirn darf vielleicht auf deinen Unterarm Platz nehmen, vielleicht auf der Matte, vielleicht auf einem Klotz. Dann sinke hier ganz vorsichtig, ganz achtsam in deine rechte Schulter. Deinen Atem noch ein paar Mal ganz tief in deine rechte Schulter. Und dann komm ganz langsam mit so wenig Anstrengung wie möglich in eine Bauchlage. Leg dich gerne erst einmal ganz gemütlich, ganz genüsslich ab. Mach dir vielleicht ein Kissen aus deinen Händen, auf dem du deine Stirn oder eine Wangenseite ablegst. Dein Gesäß ist entspannt, die Füße dürfen ganz entspannt auseinanderfallen. Unsere nächste Position für die Sphinx haben wir unsere Füße ungefähr mattenweit geöffnet. Spiele aber gleich selber gerne mal mit dem Abstand deiner Füße, um die für dich richtige Position zu finden. Wir nehmen unsere Unterarme mit auf die Matte. Die Ellenbogen sind ungefähr unter den Schultern ausgerichtet. Wir sacken hier aber nicht zwischen unsere Schultern ein, sind aber auch nicht komplett in der Anspannung. Such dir einen Punkt dazwischen, den du mit wenig Anstrengung halten kannst, in den du dich hinein entspannen kannst. Genau. Falls dir das heute für deinen unteren Rücken zu intensiv sein sollte, kannst du deine Arme auch weiter nach vorne bringen. Das heißt, die Hände wandern ein paar Zentimeter, vielleicht etwas weiter mit nach vorne. Du kannst dir auch dein Bolster unter deinen Brustkorb legen, um dich hier ganz entspannt hineinschmelzen zu lassen. Dein Herz möchte nach vorne scheinen. Und dein Kopf darf entweder aufgerichtet bleiben
oder sich ganz sanft in Richtung Brustbein senken, wenn dein Nacken okay ist. Probier gerne beides aus, um das zu finden, was für dich heute gut und richtig ist. Diese Position kann manchmal etwas herausfordernd für uns sein. Wir können dann immer mal kurz fragen und innehalten, ob es denn eine körperliche Grenze ist, die wir beachten wollen, die wir auflösen wollen, indem wir die Intensität verringern oder vielleicht aus der Position herauskommen. Oder ob es eine mentale Grenze ist, die uns sagt, oh, ich möchte nicht mehr, das fühlt sich so anstrengend an, dabei können wir es aber eigentlich noch ganz gut halten. Wenn du an so einen Punkt kommen solltest heute, dann horch mal in dich hinein und schau, ob du den Unterschied wahrnehmen kannst. Und hör auf dich, hör auf die Impulse deines Körpers, denn er hat immer recht. Und falls du das Gefühl hast, du möchtest etwas mehr Intensität und dein unterer Rücken ist okay heute, dann beginne ganz langsam und achtsam deine Arme auszustrecken. Sobald du aber merkst, das ist doch nicht deins heute, komme gerne wieder ein, zwei oder auch drei Etagen tiefer. Und dann nimm dir hier drei letzte tiefe Atemzüge. Und komme langsam wieder zurück in deine Bauchlage. Und spüre mal nach, spüre in deine Schultern, spüre in deinen unteren Rücken. Hat dich gerade etwas geärgert oder war die Position für dich sogar ganz entspannt? Da wir ähnlich wie auch im Beckenbereich, in der Schultern, die ein oder andere Emotion speichern, kann es auch sein, dass wenn wir sie besonders fokussieren und bearbeiten, wie zum Beispiel heute im Yin-Yoga auch, oder auch in anderen Yoga-Stilen, dass sich Dinge lösen, dass wir vielleicht Emotionen spüren, die dort für längere Zeit festgesessen haben. Wenn das passiert, dann nimm dir den Raum, nimm dir die Freiheit, um diese Emotion noch einmal von Kopf bis Fuß zu spüren, sie einmal zuzulassen und sie dann nach und nach über deinen Atem wieder loszulassen. Lasse sie einfach hier im Raum, auf deiner Matte. Wenn du soweit bist, strecke langsam deinen rechten Arm diagonal von dir weg
Komme ich einmal für die Leute zu Hause zur Seite. Zweimal von dir weg. Stelle deine linke Hand ungefähr auf Schulterhöhe auf. Winkel dein linkes Bein an und roll dich sanft drüber, sodass dein linker Fuß entweder auf dem Boden ankommt, vielleicht sogar auch auf einem Hilfsmittel. Vielleicht möchtest du dir einen Block oder ein Kissen unterlegen. Genau. Wenn du etwas benötigst hier im Raum, gib mir ein Zeichen. Okay. Du kannst auch mit dem Winkel deiner Schulter vorsichtig spielen, indem du sie ganz achtsam vielleicht noch ein bisschen weiter in Richtung Wand ziehst, sodass du eher einen rechten Winkel bekommst. Und deine Schläfe darf sich auch auf einem Hilfsmittel oder auf dem Boden ablegen. Je nachdem, heute deine entspannte Position findest. Ich öffne für 2 Minuten die Fenster. Vielleicht kannst du die Hintergrundgeräusche als extra Herausforderung nehmen, um bei dir zu bleiben, um in deinen Schulterbereich zu spüren, deinen Atem dorthin zu schicken und die Weite zu erfahren, die du gerade kreierst. So wie du nichts weiter tun musst, als einfach nur hier gerade zu liegen und die Position zu halten. Hier noch ein paar tiefe letzte Atemzüge für dich in dieser Position. Und dann ganz achtsam und langsam roll dich zurück in deine Bauchlage. Vielleicht möchtest du dich ja kurz auf den Rücken legen oder eine andere Position einnehmen als Ausgleich. Kippe gerne dein Becken von links nach rechts. Vielleicht spürst du auch ein Kribbeln in deiner Schulter oder in deinem rechten Arm. Vielleicht spürst du Wärme oder auch Kälte. Wenn du soweit bist, dann nimm deinen linken Arm entweder diagonal oder in einer Art T-Form rechten Winkel von dir gestreckt, deine rechte Hand vor dein Gesicht
Winkel dein rechtes Bein an und kipp dich rüber, ganz achtsam, ganz langsam, bis entweder der Fuß auf dem Boden oder auf einem Hilfsmittel angekommen ist. Und auch für deine linke Schläfe darfst du dir ein Hilfsmittel nehmen oder wenn dein Nacken okay ist, sie auf der Matte ablegen. Ja, auch hier noch ein paar tiefe letzte Atemzüge für dich. Nimm nochmal alles wahr, was du hier wahrnehmen kannst. Genau, gähne gerne, seufze gerne. Lass alles raus, was ganz natürlich rauskommt. Dann dreh dich wieder ganz achtsam. Und langsam zurück in die Bauchlage. Und gerne eine andere Position ein, wenn dein Körper gerade danach ruft. Vielleicht möchtest du kurz auf den Rücken oder in einen Sitz. Dann tu auch das. Und spüre noch einmal eben nach. Wenn du so weit bist, bring deinen rechten Arm einmal in einem 90 Grad Winkel vor dich und schlängel deinen linken Arm unter dir hindurch. Ich zeige euch das mal von der anderen Seite. Genau. Oh, den linken Arm durchschlängeln und den rechten Arm, ich hoffe, ich zerstöre das Mikro gerade nicht, einmal diagonal auch über die linke Schulter, so ist es gerade ein bisschen seitenverkehrt. Genau. Wenn du ein Hilfsmittel brauchst, um deinen Kopf vielleicht abzulegen, gib mir gerne ein Zeichen, dann komme ich nochmal eben rum. Genau. In dieser Position öffnen wir unsere Flügel einmal. Wir ziehen das einmal richtig auseinander. Nimm wahr, was passiert. Nimm auch all das wahr, was du vielleicht gerade auch als nicht so angenehm beschreiben würdest. Aber bewerte nicht das, was du fühlst, nicht das, was du wahrnehmen kannst.
Betrachte es eher als eine Empfindung, als eine Sensation in deinem Körper, die dir eine Botschaft sendet. Auch hier nehmen wir die Freiheit, um die Position weniger intensiv oder vielleicht etwas intensiver zu gestalten, indem du deine Hände weiter voneinander wegbewegst oder näher zueinander bewegst. Vielleicht fang auch hier deine Arme irgendwann an zu kribbeln. Dann nimm das kurz wahr, denn du weißt, die Position wird auch heute ein Ende haben. Und hier noch drei tiefe letzte Atemzüge. Genieße nochmal alles, was du genießen kannst. Wenn du soweit bist, komm und knote langsam zuerst den rechten Arm, dann den linken Arm und such dir nochmal eine Position, in der du nachspüren möchtest. Wenn du auf dem Bauch liegst, möchtest du vielleicht dein Becken nochmal ein bisschen bewegen. Und dann bereite dich ganz langsam und achtsam auf die nächste Seite vor, indem wir unseren linken Arm in einem rechten Winkel vor uns auflegen, die rechte Arm hindurchwurschteln und damit drehen wir nochmal zu euch. Genau. Dann den linken Arm zur rechten Seite wieder ziehen. Wenn ich verknotet bin, bin ich immer mit dem rechts und links blind. Genau. Auch hier lege deinen Kopf gerne auf ein Hilfsmittel ab. Geh innerlich mit deinem Atem durch deine kompletten Arme, durch die Schultern, durch den oberen Rücken. Auch wenn der Atem physisch nicht in unseren Armen ankommt, so schicken wir doch die Energie dorthin, indem wir uns darauf fokussieren. Und diese Energie, die wir dann an uns und in uns aussenden, kann es dabei helfen, Dinge zu lösen, Dinge loszulassen oder sie einfach mal wahrzunehmen für das, was sie jetzt gerade in diesem Moment sind. Für das, wie wir jetzt gerade sind. Und das, wie wir gerade sind und was und wer wir gerade sind, das ist immer richtig und immer gut.
Dann nimm dir hier nochmal ganz genüssliche letzte drei tiefe Atemzüge. Bereite dich darauf vor. Mit dem nächsten Einatmen deine Hände, deine Arme wieder langsam voneinander zu lösen. Gerne noch einmal flach auf den Bauch ablegen, bis die Arme wieder ausgeglichen genug sind, dass wir sie gleich bewegen können. Und dann kommen wir achtsam und langsam gerne mit geschlossenen Augen in eine Rückenlage. Nimm dir gerne schon mal ein Hilfsmittel auf deine linke Seite. Halte auch gerne schon mal deine Decke parat und alles, was du gleich noch überziehen möchtest für deine Endentspannung. Und da wir jetzt so viel auf dem Rücken, auf dem Bauch gelegen haben, wollen wir noch für einen kurzen Moment die Wirbelsäule wieder ausgleichen, indem wir unser Becken ungefähr 10 cm nach rechts ablegen, die Knie zu uns heranziehen, wie so zu einem kleinen schrägen Paket. Und die Knie dann ganz langsam und achtsam rüber auf die linke Seite fallen lassen, entweder auf unser Hilfsmittel oder bis auf die Matte, wenn deine rechte Schulter dabei auf dem Boden bleibt. Die Hände sind weit voneinander in einer Art T-Form ausgestreckt. Dein Blick darf zur Decke gerichtet sein oder wenn dein Nacken okay ist, auch zur rechten Hand. Genieße noch einmal diesen Twist, einmal deinen unteren Rücken, den wir noch einmal mit in diese Praxis nehmen. Nimm dir einen letzten Atemzug hier. Und komme langsam wieder zurück in die Knie mit. Setz deine Füße auf und bring dein Becken wieder zurück in die Mitte der Matte, um es dann ungefähr 10 cm weiter nach links abzulegen. Wenn du eben dein Hilfsmittel brauchtest oder wolltest, nimm es jetzt rüber auf die rechte Seite. Nimm deine Knie noch einmal zu einem schrägen Päckchen an dich heran und die Knie dann ganz langsam und achtsam auf die rechte Seite kippen zu lassen. Wenn deine linke Schulter auf dem Boden bleibt, dann schau, ob du das Hilfsmittel zur Seite schieben möchtest. Und auch hier darf dein Blick an die Decke oder zur linken Hand gerichtet sein. Und schau mal, was dein Atem hier so macht, welche anderen Wege er sich hier bahnt und wo er hier ankommt im Vergleich vielleicht zur Bauchlage. Nimm dir auch hier noch einen letzten tiefen Atemzug. Und roll dich ganz achtsam und genüsslich zurück. Begradige dein Becken. Und lass deine Beine, deine Füße ausgleiten. Deine Füße
So gerne Matten weit geöffnet. Genau, nimm dir deine Decke. Nimm dir vielleicht noch dicke Socken oder alles, was du für deine Endentspannung brauchst. Deine Arme liegen weit von dir entfernt. Wenn du die Schultern noch einmal mit hineinnehmen möchtest in deine Endentspannung, dann bring deine Hände zu deinem gegenüberliegenden Ellenbogen und führe dieses Päckchen hinter deinen Kopf. Vielleicht möchtest du deine Schultern aber auch noch mal ein paar Millimeter unter dir zusammenruckeln, um hier noch mal ganz lang auf deiner Matte zu liegen. Zieh dein Kinn ganz sanft in Richtung Brustbein, um auch den Nacken noch einmal ganz lang zu machen. Löse deine Zunge von deinem Gaumen und löse auch den Unterkiefer vom Oberkiefer. Und schau noch mal nach, ob du vielleicht den Punkt zwischen deinen Augenbrauen noch etwas entspannen kannst. Oder ob du noch irgendetwas anderes festhältst, was du jetzt nicht mehr brauchst. Und dann komme ich hier an für ein paar letzte stille Momente in deinem Shavasana. Führe deinen Atem zurück in deinen Bauch.
Komme zurück ins Hier und Jetzt mit deiner Aufmerksamkeit. Und bringe langsam das Leben zurück in deinen Körper. Vielleicht möchtest du deine Zehen und deine Finger bewegen und diese Bewegungen immer größer werden zu lassen. Vielleicht möchtest du dich recken und strecken oder dich zu einem kleinen Paket zusammenwürfeln und vielleicht deinem unteren Rücken noch eine Massage geben. Folge deinen eigenen Impulsen und schenke dir das, was du jetzt gerade noch brauchst. Und wenn du soweit bist, rolle dich auf deine Lieblingsseite. Zieh deine Knie noch einmal ganz fest an dich heran und nimm die Wärme und Geborgenheit wahr, die du in dieser Position immer wieder und immer, wenn du es brauchst, für dich kreieren kannst. Und wenn du soweit bist, dann komme mit geschlossenen Augen noch einmal in einen Sitz deiner Wahl. Wir nehmen einatmen die Hände noch einmal mit zum Himmel und ausatmen vor unser Herz. Wir schließen diese Stunde mit einem gemeinsamen Om. Wir atmen zunächst ein und tief wieder aus. Und ein für Om. Neige deinen Blick in Richtung Brustkorb, verneige dich damit vor dir selbst und bedanke dich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dir alleine etwas Gutes zu tun. Und ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis sowohl zu Hause als auch hier im Studio mit mir geteilt hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, eine erholsame Nacht, ganz entspannte Schultern. Namaste. Schön, dass ihr da wart. Ja.